So, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Video in einer ungewöhnlichen Location. Habe ich auf einmal Geld erhalten? Nein, ich bin in einem Zimmer von einem guten Kollegen, dem guten Chris. Hey Chris. Hi. Habt ihr ihn gehört? Wahrscheinlich nicht. So. die Gamescom ist im vollen Gange. Der erste Tag ist rum, der Fachbesuchertag. Der ruhigste Tag von allen. Und ich habe die Möglichkeit erhalten, WWE 2K17 anzuspielen. Und ich möchte euch einfach mal in diesem Video mit meinen Erfahrungen vertraut machen. Das wird ein reines Gelaber-Video. Ich lege euch ein bisschen Gameplay, was aber schon sonstweitig bekannt ist, damit es nicht ganz so langweilig ist. Und ich habe hier einen Zettel voll mit Impressionen von Dingen, die uns, mir, whatever, aufgefallen ist, die wir gemeinsam zusammengetragen haben, was wir gelernt haben aus der Präsentation, also was wirklich Neues. Und da würde ich euch einfach mal darum bitten, ein paar Minuten zuzuhören. Und ich wünsche euch viel Spaß. Dazu wird es auch noch am Donnerstag, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, um 16 Uhr ein Interview geben, so wie das Jahr mit dem guten Bryce Yang, wo es auch noch ein paar interessante Gesprächsthemen gab. Also erstmal, das war das Schlimmste. Wir kommen also kurz nach 9 Uhr an bei der Gamescom und wir sehen Déjà-vu. Wie vor 2 Jahren, WWE ist noch nicht anspielbar. Technische Probleme, die mussten alles updaten. Und letztlich konnten wir erst, ich glaube, so 15, 16 Uhr anspielen. Wir gucken uns die Demo an, weil wir waren vorher schon bei der Präsentation, beziehungsweise im 2K-Bereich. Und haben uns, wir haben eine Präsentation bekommen. Uns wurde nochmal ein paar wunderbare Sachen gezeigt, wie zum Beispiel. Wir haben im Prinzip das IGN-Gameplay gezeigt bekommen. Bloß nochmal in voller Länge, wenn man so möchte. Und dann sehen wir die Demo und Enttäuschung. Wir können nur One-on-One-Matches machen mit 4 Charakteren. Dean Ambrose, AJ Styles, Kevin Owens und Seth Rollins. Dazu aber später mehr. Fangen wir erstmal an mit den ganzen Sachen, die der gute Bryce Yang, der Brand Director von 2K, in der Präsentation erwähnt hat, die interessant sind oder interessanter und vielleicht neuere Informationen sind, von denen man nicht so ganz mitbekommen hat. Kann sein, dass es ein paar Informationen schon gab im Vorhinein, aber ich werde jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen. In My Career Modus wird man dieses Jahr nicht unbedingt im Developmental-Bereich starten müssen. So meinte Bryce Yang, dass man, auch wenn man möchte, im Main-Roster starten kann. So, das war die ganze Information. Dazu haben wir dann in voller Gänze den AJ Styles Entrance gesehen, konnten wir dann später auch nochmal live miterleben bei der Demo. Und man muss bemerken, der ist ganz cool so, ne? Also gibt es kaum was, wo man sich beschweren könnte, außer dass aus meinem Empfinden her die Musik wieder nicht ganz gepasst hat zu seinen Bewegungen, wie bei Finn Balor auch, dass es so, weiß ich nicht, halbe Sekunde, eine Sekunde out of sync war, wenn man so möchte. Ansonsten muss ich sagen, finde ich auch wieder die langen Haare bei AJ Styles in einem WWE-Spiel nicht gelungen und wirken sehr plastisch und eher wie Stroh. Kann auch sein, das kann auch an den schlechten Monitoren gelegen haben. Also das Spiel wurde nicht gerade wunderschön präsentiert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als würde ich 720p spielen, habe aber nochmal alle Einstellungen gecheckt, war wirklich auf 1080p gestellt. Und so eine riesige grafische Evolution hat man nicht bemerkt, aber das war auch nicht zu erwarten. So, was haben wir noch gesehen? Wir haben die Apron Powerbomb gesehen. Ich glaube, mittlerweile gibt es dort schon Gameplay, was im Verlauf des Tages veröffentlicht wurde. Diese macht man jetzt ermüdet. Diese macht man, wenn der Gegner ermüdet an den Seilen liegt, also wie beim Topicon Hilo. Und man macht jetzt OMG-Moments jetzt anscheinend nicht nur noch mit der Dreieckstaste, sondern so war das bei der Apron Powerbomb der Fall, dass man mit R1 und Dreieck diese ausführt. Es gibt wie letztes Jahr auch die Minor und Major Reversals, also die Konter, die 2 Konter-Slots beanspruchen, die euch aber den Vorteil geben, dass ihr dann, weiß ich nicht, mehr Momentum bekommt und was nicht alles ist, glaube ich, dieses Jahr. Die Farbe hat sich jetzt geändert von Rot auf Orange. Es gibt ja bei dem IGN-Gameplay diese eine Szene, wo man auf Triple H trifft, wenn man in das jeweilige Büro trifft. Ich hatte Bryce Yang das in der Präsentation gefragt und er meinte halt, oder ich habe ihn gefragt, was passiert, wenn man selber mit Triple H spielt, und er meinte, dass noch andere da rumlaufen als Triple H. Dazu, was wahrscheinlich am interessantesten ist, diesmal haben sie in der Präsentation wirklich klipp und klar gesagt, es wird für WWE 2K17 eine PC-Version geben. Direkt aber gesagt, nicht zum 11. Oktober, später, aber sie haben es aktiv bestätigt, es ist in Entwicklung, was so Premiere ist, weil die letzten Jahre war es immer nicht so ganz klar, ob es wirklich kommen wird oder nicht, was mich vor allen Dingen sehr freuen wird. Er hat betont, dass es keine Parkplätze geben wird beim Backstage Boss, also von den 3 Areas, in denen man kämpfen kann, gibt es keinen Parkplatz. Es gab ja in den letzten Jahren immer
Create a Moveset die Möglichkeit, ersten und zweiten Finisher auszuwählen. Und jetzt gibt es, und dann gab es einen Alternativfinisher. Das ist jetzt der Ringside-Finisher. Der Ringside-Finisher ist bei jedem Superstar aktiv und ist genau der Finisher, der ausgeführt ist, wenn man nicht gerade im Ring ist. Und 619 kannst du zum Beispiel nicht im Ring machen. Und dann kannst du da was Eigenes auswählen. Und die sind ganz cool und die sieht man auch bei jedem Superstar im Pausenmenü, wenn man sich die Special Moves alle anguckt. Ein neues Feature ist auch, dass man, ich kenne ja die Breakouts, ne? Dieses, wie sagt man, Angreifen während dem Entrance, das ist weiterhin möglich, aber auch dieses Jahr nach dem Match. Das heißt, wenn ihr einen Gegner abgefrühstückt habt, könnt ihr einen Breakout machen und nochmal nach dem Match euch prügeln. So jedenfalls in der Demo, was ziemlich cool ist. Ja. So, was kommt als nächstes? Der Ringside-Finisher, genau, das hat der gute Chris miterlebt. Der hat mir davon berichtet, ich habe es selber nicht ausprobiert. Und zwar hat der gute AJ Styles einen sehr coolen Ringside-Finisher. Anscheinend, kann auch sein, dass es spezifisch war für Kevin Owens als Gegner, glaube ich aber nicht, keine Ahnung. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, also natürlich war es ein Styles-Clash, wie bei der Pop-Up-Powerbomb so hochgenommen, abgefangen, dann den Gegner fallen gelassen, den Oberkörper und dann direkt in den Styles Clash. Was wohl ziemlich cool aussieht. Kommen wir zu einem Crowdfighting. Das konnten wir so halb ausprobieren, weil wir hatten halt nur One-on-One-Matches, normale. Und wir konnten halt über die Barriere gehen, wurden halt ausgezählt nach der Zeit. So. Und da gibt es ein paar nicht so coole Sachen, aber auch ein paar coole Sachen. Ihr habt sie ja schon so ein bisschen gesehen, wie soll man sagen, ich glaube in dem Entrance-Video von Brock Lesnar. Es gibt diesen einen Tisch da hinten. Den kann man nur benutzen, wenn man einen Special Move hat. Anscheinend noch nicht mehr da, weiß ich nicht, auf jedes Wort da meine, nee, wie sagt man, auf jedes Wort da hören, was ich da sage. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Ich habe, wie gesagt, von vielen alles zusammengetragen. Durch Special Moves konnte man den benutzen. Man konnte dort nicht raufklettern. Raufklettern kann man immer auf diese Box da, die unten links war. Problem ist nur, das ist das Einzige, was man da machen kann. Man kann da raufgehen und kann Diving-Aktionen machen. Dann gibt es unten rechts die Mülltonne. Die kann man wie in den gezeigten Gameplay-Dingern benutzen und auf den Gegner hauen und was auch immer. Ansonsten liegen da noch zwei Stühle. Wenn man in diesen Bereich geht, in der Crowd, wo man hin möchte, dann ist man sehr limitiert. Man kann irgendwie nicht zur Crowd gehen und dort Environmental Grapples machen, wie in der SmackDown vs. Raw. Reihe ist da wirklich straightforward. Entweder gehst du über die Ringbarrikade hin zu den Waffen oder wieder zurück. Dazwischen kannst du Grapples machen normal und das war's dann auch. Genau. Kommen wir nochmal zu den Breakouts. Stellt euch vor, genau, in der Demo-Version war Dean Ambrose Champ, ja, WWE World Champ, wie aktuell. Und das Coole war, ich habe dann Breakout gemacht und aktuell bei 2K16 ist ja so, man spielt dann, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder so im Ring und dann kommt eine Cutscene oder so. Dieses Jahr ist diese Periode ein bisschen länger, also man kann, weiß ich nicht, eine Minute oder so geschätzt im Ring kämpfen, bevor dann die Cutscene kommt, beziehungsweise bevor er sein Entrance-Attire nicht mehr anhat. Was cool ist, wenn der jemand Champion ist, dann bleibt der Gürtel dort liegen und man kann ihn im Spiel dann auch benutzen. So, was haben wir noch? Kann ich gar nicht lesen. Das habe ich schon erzählt mit den zwei Stühlen, genau. Eine wichtige Information, die möchte ich gar nicht jetzt erwähnen, da möchte ich euch nur aufs Interview teasen. Und zwar habe ich Bryce Yang gefragt, wie das mit dem Highlight-System funktioniert, ob man da wirklich die Freiheit hat, wirklich alles auszuwählen im Pausenmenü oder ob man da in irgendeiner Art und Weise limitiert ist. So viel sei gesagt, guckt euch morgen das Interview an, dort bekommt ihr Aufklärung und vielleicht könnt ihr euch freuen, vielleicht werdet ihr enttäuscht. Viel Spaß beim Interview. So, was haben wir noch? Ich hatte einen kleinen Bug, dass Lillian Garcia und der Ringtime Keeper, Timekeeper, whatever, nicht auch wirklich auf Stühlen saßen. Die Stühle waren zusammengeklappt und lagen auf dem Boden und sie saßen in der Luft, so. Aber ansonsten hatte ich nicht so die krassen Bugs miterlebt. Ich muss auch sagen, ich habe bloß 2-3 Matches gespielt, weil letztendlich kann man dadurch sagen, Moment, dass das Spielen im... Moment. Es gibt noch, es gibt natürlich auch wieder im Pausenmenü die Auflistung von Skills, Abilities und so weiter. Dort haben wir nur ein bisschen durchgescannt, ein bisschen geguckt, was es da so gibt. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass ein Skill eine Powerbomb durch eine Leiter ist, weil man kann ja jetzt die Leiter zwischen Ring Apron und Barrikade platzieren. Das geht anscheinend. Das gucken wir uns morgen nochmal genauer an. Vielleicht schreibt man sich das auch nochmal alles auf, damit man dort irgendwie Neuerungen auch nochmal mitkriegt. So, das ist im Prinzip mein Zettel, den ich abarbeiten möchte. Also grundlegend kann man sagen, dass das Spiel
im Prinzip, also es ist sehr, sehr ähnlich zu 2K16. Wer in 2K16 klar kam, der kommt auch in 2K17 klar. Ja, das Problem ist, in der Demo-Version, da können wir die Schwierigkeiten ändern, sind auf Normal, auf die Normal-Schwierigkeit, auf die normale Schwierigkeitsstufe beschränkt. Und dementsprechend war es da nicht allzu schwer zu gewinnen, wenn man möchte. Submission-System ist ein bisschen anders jetzt, das wusste man jetzt aber schon vorher. Es ist wirklich so, dass es nicht mehr so schwammig ist. So, ihr wisst ja, mit dem rechten Analogstick schaltet man diesen Kreisel da. Das ist nicht mehr so schwammig und dementsprechend fühlt es sich so an, als hätte man mehr Kontrolle. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es dadurch ein bisschen schwieriger wird. Ob das gut ist oder ob das schlecht ist oder ob ich einfach eben das Schwammige zu sehr gewohnt bin, das erfahren wir dann in den nächsten Wochen, Tagen. What ever. Ja. Letztlich werde ich die nächsten Tage noch ein bisschen das anspielen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich euch wirklich beantworten kann, beachtet bitte, ich habe wirklich nur die Möglichkeit, One-on-One-Matches zu spielen mit 4 Charakteren, sind sehr limitiert. Also wenn ihr irgendwelche Skills haben wollt, wenn ihr irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten haben wollt, wenn ihr dazu Infos haben wollt, dann schreibt eure Fragen dazu in die Kommentare. Ob das mit dem Interview mit Goldberg klappt, weiß ich immer noch nicht. Das werde ich dann morgen erfahren. Naja, gucken wir einfach mal. Das wird auf jeden Fall noch, das werden noch ein paar spaßige Tage. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt von diesem Video. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann ist es eben so. Dann erzähle ich es euch in die nächsten Tage oder so. Viel Spaß mit dem Interview. Guckt euch die Videos von Martin an, guckt euch die Videos von Flo an, guckt euch die Videos von Chris an, der bald auch anscheinend Videos hochladen will. Mal sehen, wie lange das hält. Und das wird ein Riesenspaß. Daumen hoch für cool, Airblock aus. Wenn jemand Bock hat, kann er diese Infos gerne auf Englisch übersetzen und dann Smacktalks und It's My Yard weiterleiten, aber bitte Credit geben. Bis dahin, haut rein, ciao, auf Wiedersehen. Bye.